genau, das ist das Problem, ja. ISIS-System, das ist übrigens auch das System, das die Verzögerung jetzt des Stoppens von Eurohawk der Hintergrund dieser Verzögerung war, weil man wollte dieses ISIS-System erst fertigstellen, bevor man Eurohawk stoppt. Und das ist natürlich ein datenschutzrechtlich sehr, sehr bedenkliche Sache. Eurohawk ist ja generell eine sogenannte Aufklärungs- oder Spionagedrohne, also jetzt keine Kampfdrohne, die eben über diese Technik verfügt. Und offenbar war es so, dass diese Erfassung von G10-relevanten, also Fernmeldegeheimnis und so weiter in Deutschland, relevanten Bereiche, dann ausgeschaltet wurden oder geblockt wurden. Ich weiß nicht genau, wie es technisch umgesetzt wurde. Das sagt jedenfalls die Bundesregierung, und sagt die Bundeswehr, kontrollieren kann man das natürlich nicht. Wo ist denn der da rumgeflogen, wo das getestet wurde? Der ist auch über Deutschland geflogen, ich glaube auch sogar über Bayern. Ganz exakt weiß ich es jetzt nicht, aber... Nein, ich frage deswegen, weil das eröffnet ja auch völlig neue Perspektiven für die Inlandsaufklärung, beispielsweise vor Gipfeln oder vor größeren Regierungstreffen, bei denen man befürchtet, dass böse, linke, militaristische Kräfte eine Attacke planen, wie einst am Ostseestrand. Das ist natürlich denkbar, also ist jetzt in dem konkreten Fall nicht nachweisbar, aber das ist ja das grundlegende Problem, dass diese militärischen Spionagedrohnen, deren Anschaffung begründet wird, dann helfen wir unseren Soldaten in Afghanistan, dass die von ihrer Technik natürlich auch zur Überwachung der eigenen Bevölkerung genutzt werden können. Und das Problem ist im Augenblick auch akut, weil jetzt durch den Teilabzug der internationalen Truppen auf Afghanistan auch einige Drohnen da frei werden. Und es gibt schon international polizeiliche Begehrlichkeiten, diese Drohnen zum Beispiel für die eigene Überwachung zu nutzen. Sehr selten jedenfalls hat man erlebt, dass die technischen Möglichkeiten nicht über kurz oder lang dann tatsächlich auch ausgeschöpft wurden. Sprich, man nennt es die normative Kraft des Faktischen. Genau, das kann ich nur zustimmen. Das ist eben die große Sorge, und das ist ja einer der Punkte, warum wir da auch so nachbohren. Nicht nur was Kampfdrohnen angeht, nicht nur was sozusagen militärische Spionagedrohnen angeht, sondern was auch Überwachungsdrohnen im eigenen Bereich angeht. Ich drehe jetzt den Spieß mal um, stelle mich mal auf die andere Seite und sage, Momente mal, es gibt massive Anschläge, die zum Teil auch mit Hilfe von Funksystemen bis hin zu SMS, bis hin zu Handys verabredet werden in Afghanistan. Diese Gefahr, der unsere Soldaten dort ausgesetzt sind, die muss möglichst weit eingegrenzt werden, und selbstverständlich müssen die Drohnen auch dort mit solchen Systemen arbeiten, um unsere Soldaten zu schützen. Also da stellt sich die grundsätzliche Frage, ob man diesen Krieg befürwortet. Wie Sie wissen, lehnen wir ja auch diesen Militäreinsatz ab. Und das Problem ist natürlich, wenn man immer mehr international sich militärisch engagiert, in Anführungszeichen, wie es so schön heißt, dann stellen sich natürlich auch solche Anforderungen, die dann eben auch letztlich gegen die eigene Bevölkerung gerichtet werden können. Deswegen lehnen wir ja auch diesen Kurs hin zu immer mehr militärischer Intervention weltweit ab. Nun gelten ja Drohnen grundsätzlich als das Zukunftsgebiet der in dem Fall unbemannten Flugsysteme. Wird da eigentlich auch in anderen Bereichen in Deutschland dran rumgeforscht? Mir fallen da zum Beispiel Universitäten ein. Es gibt einige universitäre Projekte, wo auch sozusagen so zivil-militärische Drohnenforschung betrieben wird. Es gibt auf der europäischen Ebene allein 36 Projekte der EU-Kommission, die eine sogenannte zivile Drohnen, also zivile Forschungsprojekte beinhalten. Bei genauerem Hinsehen sind das dann oft auch zivil-militärische Forschungsprojekte. Es ist eigentlich ein unübersehbarer Wust an Forschungsprojekten in diesem Bereich, ohne dass klar ist, wo wollen wir eigentlich mit den Drohnen hin. Also ein Wust von Sponsoring seitens des militärisch-industriellen Komplexes. Da werde ich mal so sagen. Da werde ich hellhörig. Haben die entsprechenden Firmen
großes Interesse daran, dass das vorangetrieben wird. Das ist ja ein riesiger Markt, der sich da auftut. Wer ist da so mit dem Mang dabei? Bitte? Wer ist denn ja, da so EADS ist da führend mit der Tochter Cassidian. Da gibt es eine Reihe von Firmen. Ich habe mir vor 3 Wochen mal so eine Konferenz angeschaut in Bonn, wo diverse Aussteller, diverse Drohnenproduzenten auch ihre Produkte ausgestellt haben, wo Vorträge gehalten wurden, wo dann einmal einer von der Bundeswehr gesprochen hat oder einer von der NATO und dann wieder einer von diesen Firmen. Das Ganze wurde finanziert von sozusagen von der Drohnenindustrie. Und da war zum Beispiel, was jetzt noch nicht so bekannt ist, eine Drohnenfirma hat ein Projekt vorgestellt, den sogenannten Enforcer, der eine Mini-Drohne, der halt schießen kann. Ich nenne das so ein fliegendes Maschinengewehr, der ein paar Kilometer fliegen kann und wo gerade im Augenblick die ersten Schüsse auch in Deutschland im Test absolviert wurden. Aha, wofür will man die dann einsetzen? Ja, ich denke auch erstmal wird das begründet mit Schutz der Soldaten, wenn man jetzt irgendwo in Afghanistan ist und kann dann so eine Drohne, die hat dann soll dann bis 7 Kilo schwer sein, kann die dann ein paar Kilometer in feindliches Gebiet schicken, wo dann vermeintliche Terroristen sind. Dann muss man ja nicht selbst vorrücken, sondern kann die Drohne fliegen und schießen lassen. Könnte ja dann der NATO-Partner Türkei gleich mal in Kurdistan ausprobieren, ne? Ja, also ich war ja zum Beispiel auch bei diesen Blockupy-Protesten im Kessel, hab da versucht, die Situation irgendwie zu deeskalieren. Man kann sich ja auch vorstellen, dass vielleicht in Zukunft nicht mehr an solchen Demonstrationen Polizeireihen entlanglaufen, hochgerüstet, sondern vielleicht auch ein paar Drohnen fliegen, die ein paar Wirkmittel haben, wie Tränengas oder so. Das sind alles Szenarien, ich will da jetzt nicht so viel spekulieren, aber deswegen sage ich, wir brauchen eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte. Was wollen wir mit dieser technischen Möglichkeit von Drohnen? Wo kann es sinnvoll sein? Ich sage, kann natürlich sinnvoll sein, Katastrophenschutz, Klimabeobachtung und solchen Sachen. Mhm. Aber ein Einsatz gegen Menschen, gegen die eigene Bevölkerung oder sozusagen als Waffe im Krieg, lehne ich eigentlich ab und da müsste man eigentlich eine internationale Konvention machen, die klar regelt, was möglich sein soll und was nicht. Ich habe bewusst den Schlenker Richtung Türkei gemacht, weil ich das Interview gerne noch mit Ihnen mit diesem Thema beenden würde, nur mit der konkreten Frage, wenn man sich die Tatsache ansieht, dass angeblich die NATO ein Wertebündnis ist, muss man dann nicht aufgrund dessen, was in den letzten Wochen passiert ist, ein Ausschlussverfahren innerhalb der NATO gegenüber der Türkei fordern, A und B, den sofortigen Abzug der deutschen Raketen- und Bedienungsmannschaften aus der Türkei an der syrischen Grenze? Also inwiefern die NATO ein Wertebündnis ist, das weiß ich nicht. Man sagt es oft bei der EU, da gibt es ja die Diskussion, was Aussetzen der Beitrittsverhandlungen angeht. Was die Patriot-Raketen angeht in der Türkei, das habe ich auch jetzt auf diversen Reden und Stellungnahmen gefordert, dass die abgezogen werden und generell, dass die polizeiliche, militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit mit der Türkei eingestellt wird. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste gegenwärtig.